Mein Name ist Magdalena Dünisch. Ich wohne seit 1964 mit meinem Mann Gerhard in der Biegenmühle. Ich bin Bäuerin und ich war ehrenamtlich sehr aktiv. Durch die Ehrenämter war ich bekannt im Landkreis und wurde dann auch 1990 für die Freien Wähler in den Kreistag gewählt. Ab 1996 war ich dann 3 Perioden, also 18 Jahre, stellvertretende Landrätin. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das war nicht immer leicht. Und jetzt seit 1. Mai 2014 bin ich im Ruhestand. Ich kann mich jetzt wieder meinen Hobbys und meinen Ehrenämtern widmen. Meine Hobbys sind Radfahren, Schafkopfspielen und Stricken. Und ehrenamtlich bin ich noch in der Kirche ein bisschen tätig. Ich gehe gern in die Seniorenheime. Da freuen sich die Leute, wenn man sich mit ihnen unterhält, wenn man ihnen zuhört, und sie erzählen gern.